Der Salon Beuneburg feiert sein 10-Jahr-Jubiläum mit einem Jurfix. An der Klagenfurter Ringstraße gibt es kaum Palais, eher kleine Wilden wie das Herbertstöckl. Dort fahren an bestimmten Tagen im Jahr die Mitglieder der Gesellschaft vor, um etwas zu sehen und um gesehen zu werden. Es kommt der Adel des Landes, geladen sind aber auch die Kunst und die freien Berufe und natürlich die Haute Couture. Die Familie Beuneburg-Dornkasch hat vor mehr als 50 Jahren eine Etage im traditionsreichen Herbertstöckl gemietet. Am Jurfix werden die 100 bis 120 Gäste vom 43 Jahre alten Dr. Götz Beuneburg-Dornkasch und seiner Gemahlin empfangen und vorerst zum Gästebuch geleitet. Ein 16 Jahre alter Gymnasiast mimt den Majordomus. Drei Frauen Nenner von Schäden. Bernhard Dübold und Frau Stanitzky. Um die Garderobe der Gäste kümmern sich die Beuneburgs persönlich. Blaues Blut und Namen überwiegen. Baron und Baronin von Steele. Danke, Baronin Reihan, wollte ich werde gleich hier groß annoncieren, weil mein Majordomo nicht mehr da ist. Ah ja. Der Salon selbst ist 100 Quadratmeter groß. Der Jurfix im April ist der Musik gewidmet. Der 23 Jahre alte Wiener Markus Brause interpretiert Werke von Bach und Chopin. Im Salon Beuneburg treten in erster Linie junge Künstler auf. Außer Pianisten bekommen Sänger, Dichter und fallweise auch bildende Künstler eine Chance. Das Interessante an den Abenden, der Hausherr ist ein Mäzen ohne Vermögen. Für viele junge Menschen ist der Auftritt bei den Beuneburgs der erste Schritt zum Erfolg.